Yo, Hail Mary, mein Name ist Moritz Böhringer und jetzt zeige ich euch mal, wo ich aufgewachsen bin. Nobody blinked. They all came together. Nobody stopped believing. That's what team football is all about. Schön, dich wieder zu sehen. Ja, danke schön. Ja, vor allem auch hier mal jetzt bei dir zu Hause in Aalen. Hier bist du also aufgewachsen. Ja, hier im schönen Aalen. Gute 6 Wochen warst du jetzt in Amerika. Wie fühlt es sich an, jetzt wieder hier im eigenen Garten zu stehen? Ja, nicht so wirklich ungewohnt. Ich war hier die meiste Zeit in meinem Leben. So ein bisschen wie von Ferien heimzukommen. Was hast du am meisten vermisst jetzt in der Zeit? Ja, meine Familie habe ich am meisten vermisst. Und schon genug Zeit gehabt, mit denen zu sprechen? Naja, wir hatten nur ein paar Stunden. Okay. Was ist eigentlich der Grund? Warum bist du jetzt eigentlich wieder hier? Ich bin hierher gekommen, eigentlich nur um meinen Reisepass abzuholen. Und jetzt muss ich auch noch ein bisschen Interviews machen. Genau, sowas wie mit uns jetzt zum Beispiel. Gibt es denn irgendwie eine prägnante Erinnerung, Kindheitserinnerung, die du an den Platz hier hast? Hast du hier auch schon ein bisschen Football gespielt? Ich habe ein bisschen draußen auf der Straße ein bisschen mit meinem Bruder geworfen. Und da habe ich auch mein Sprinttraining gemacht. Sonst. Da von der Schaukel bin ich runtergefallen und den Arm gebrochen. Okay. Du hast mir schon mal erzählt, wie wichtig jetzt die Familie für dich ist. Wie unterstützen die dich denn jetzt eigentlich die ganze Zeit? Also sind die bei jedem Spiel dann auch, aber waren die bei jedem Spiel bei dir da? Ja, mein Vater hat die meisten Spiele angeguckt. Meine Mutter mag das Ganze nicht so. Okay. Die hat sich, glaube ich, 2 Spiele in der ganzen Football-Karriere angeschaut. Ja, du hast mir auch erzählt, dass hier in Aalen eigentlich alles angefangen hat. Und hier hast du deine ersten Bälle geworfen auf dem Sportplatz. Da gehen wir jetzt mal hin, aber vorher schauen wir uns mal an, wer Moritz Böhringer eigentlich ist. Moritz Böhringer, einen Tag vor dem bis dato vielleicht wichtigsten Tag seines Lebens. Hier im FAU Stadium in Boca Raton, Florida, wird er morgen den NFL Pro Day absolvieren, sich sozusagen sein Führungszeugnis vor dem Draft abholen. Genau hier kann er den Grundstein legen, der erste deutsche Wide Receiver in der NFL-Geschichte zu werden. What are you hoping for tomorrow? Just to run fast, catch all balls. Moritz Böhringer einige Wochen zuvor. Der 22-Jährige ist erst seit ein paar Tagen im Trainingscamp in Florida, weit weg von der Heimat Aalen, allein auf sich gestellt. Eine neue, wie auch fremde Welt für den eher ruhigen, introvertierten Typ. Ja, ich muss mich immer erst am Anfang ein bisschen an die Leute gewöhnen und dann ein bisschen lockerer werde ich dann schon und rede auch mal ein bisschen mehr. Immerhin hat er mit Anthony Dablé eine Bezugsperson. Gegen den Franzosen, mittlerweile bei den New York Giants unter Vertrag, spielte er bereits mit den Schwäbisch Hall Unicorns in der German Football League. Er hilft natürlich schon, weil kommt auch relativ oft auf mich zu, wenn ich was falsch mache, verbessert dann, sagt, was ich anders machen sollte. Und wir können auch ein bisschen auf Deutsch reden, das hilft schon. Mo, wie sie ihn nennen, kam erst mit 17 zum Football, spielte zuvor Fußball. Aber er hat Talent, arbeitet sich schnell hoch von der Landes- in die Bundesliga. 2015 wird der Wide Receiver zum Rookie of the Year in der GFL gewählt und bekommt dann eine Nachricht von Aiden Dirt, Mitarbeiter bei der NFL Europe und zuständig für ein Förderprojekt, das gezielt Talente aus Europa in die NFL bringen soll. Eine Woche bevor ich hierher gekommen bin, hat Aiden auf Facebook versucht, mich zu kontaktieren. Ich habe erst nicht so wirklich darauf geantwortet, weil ich habe gedacht, ja gut, irgendein Vogel will irgendwas auf Facebook. Was will denn der jetzt? Und dann hat Anthony auch noch angefangen. Den habe ich ein bisschen gekannt vom Football halt, weil wir 2-mal gegen die gespielt haben. Da habe ich gedacht, gut,
vielleicht ist das doch irgendwas Ernsteres. Hab dann mal ein Telefonnummer gegeben und dann haben wir noch am Abend telefoniert. Und dann ist alles jetzt so gekommen. Von der Einladung bis zur Ankunft hier im Trainingscamp in Florida verging nicht einmal eine ganze Woche. Genau genommen ist es noch immer eine Reise ins Ungewisse. Von Pro Day, Draft oder einer NFL-Karriere war bisher nie die Rede. Mo soll einfach zeigen, was er kann und unter professionellen Bedingungen trainieren. Doch der 22-Jährige macht seine Sache so gut, dass die Verantwortlichen der NFL eine Entscheidung treffen. Böhringer soll zum Draft. Voraussetzung dafür die Teilnahme am Pro Day. Erst vor einer Woche habe ich alles Bescheid gekriegt, dass ich hierher erst kommen soll. Ich habe auch erst gedacht, das ist irgendein Witz oder so. Aber immer noch unglaublich. Ab sofort wird das Trainingscamp zum Vorbereitungscamp auf Mo's bisher härtesten Kampf. Die Scouts der NFL-Teams beim Pro Day der Florida Atlantic University von sich zu überzeugen. Zurück im FIU Stadium. Hier steigt morgen der Pro Day. Mo hat Kumpel Anthony mitgenommen zur Unterstützung. Er wirkt nervös, in sich gekehrt, denn morgen werden die Weichen seiner Karriere neu gestellt. Ja, ich war öfters mit dem Quarterback, der hier wirft, Routen laufen, um halt die Abstimmung zu kriegen. Und ja, die letzten 4 Wochen haben wir eigentlich die ganze Zeit Speed-Training gemacht. Von daher denke ich, ich bin ganz gut vorbereitet. Wenn alles in die Hose geht, gehe ich ja nach Hause, nach Aalen. Und wenn alles gut läuft, bleibe ich eine Weile hier. Der Tag der Entscheidung. Mo muss vor den Augen der Scouts zeigen, was er kann. Und der 22-Jährige liefert ab. Noch mehr, er überragt. Böhringer schafft es in allen Disziplinen in die Top 5. Er zielt trotz seiner Größe von 1,95 überragende Werte in den Athletik-Combines. Der schüchterne Junge aus Aalen, der erst seit 5 Jahren Football spielt, wird zum gefragtesten Mann beim Pro Day. Was er hier eben geleistet hat, nimmt Böhringer selbst noch gar nicht richtig wahr. Ja, es war auf jeden Fall gut zu zeigen, allen zu zeigen, was ich kann. Und auch offiziell. Ja. Die anschließenden Gespräche mit den Scouts dauern bei Böhringer länger als bei jedem anderen Teilnehmer. Von nahezu jeder Franchise hat er danach eine Visitenkarte samt Einladung. Mo hat es vorerst geschafft. Der Tag danach. Mo wirkt erleichtert, was er noch nicht ahnt. Sein Name und seine Leistung beim Pro Day geistern landesweit durch die Medien. Fest steht nicht alles, was passiert. Weil das ist unglaublich, was er gemacht hat. Also unglaublich. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe auch nicht gar nichts mitbekommen, außer das, was ich gemacht habe. Und im Nachhinein ist einfach nur komisch. Die Frage ist, welche Mannschaft einfach. Es gibt keine andere Frage. Es ist nicht, als ob er in NFL gehen wird oder nicht. Er wird das schon. Falls es wirklich dazu kommen sollte, dass ich getraftet wird, denke ich, eskaliert das da relativ. Bis zum Draft Ende April wird Böhringer alle möglichen NFL-Teams besuchen. Auch sein Lieblingsteam, die Minnesota Vikings. Experten schätzen, dass er in der 4. Runde gedraftet wird, vielleicht aber auch schon davor. So, dein Name ist Moritz, dein Spitzname ist Mo Money. Was wirst du machen wie mit dieser ganzen Money? Nichts. Null. Eines steht jedenfalls fest, der Hype um seine Person wird Moritz Böhringer nicht verändern, auch wenn er ziemlich gut darin ist, schnell zu laufen und Bälle zu fangen. Ja, Mo, jetzt sind wir eigentlich hier, wo alles angefangen hat. Wenn wir jetzt hier zurückgucken, auf dem Platz hast du also deine ersten
Bälle geworfen bzw. gefangen. Wie sind deine Erinnerungen hier dran? Also gibt es da irgendwelche Geschichten? Nicht wirklich. Wir waren hier einfach mal so ein bisschen umgehauen. Wenn man jetzt sich diese Verhältnisse so hier anschaut und dann das im Vergleich mit Florida sieht, wie würdest du die Unterschiede kennzeichnen? Hier ist es ruhiger. Man kann immer noch trainieren, aber Florida ist schon ein bisschen was anderes. Ja, man muss ja auf jeden Fall sagen, du hast gerade auch die Ruhe schon angesprochen. Deine letzten Wochen waren alles andere als ruhig, die waren sehr aufregend für dich. Wir haben jetzt gerade nochmal deine Pro-Day-Darbietung gesehen. Was ist denn seit dem Pro-Day passiert? Interviews, beißen und wenig trainieren. Das, was dich wahrscheinlich nervt ein bisschen, ja, dass du wenig trainiert hast. Du hattest jetzt auch einige Teamvisits. Wie läuft so ein Teamvisit ab? Also was passiert bei so einem Teamvisit? Also man kommt eigentlich meistens am Tag davor an, wird dann am Flughafen abgeholt, geht zum Hotel, verbringt da die Nacht, muss dann morgens früh raus. Und dann sind erstmal so medizinische Tests, alles Mögliche, wenn sie manche wollen, auch noch Röntgenbilder. Und sonst ist manchmal noch Blut abnehmen und sowas. Ja, wenn das dann fertig ist, das braucht dann so 3 bis 4 Stunden immer. Und dann, wenn das fertig ist, wird man in der Facility rumgeführt, wird einem alles gezeigt und danach trifft man noch die Coaches und redet ein bisschen mit denen. Wo hat es dir am besten gefallen? Die Einrichtungen sind überall besser als in Deutschland, von daher. Okay, wie sieht denn jetzt der Plan für den Draft aus? Also wann geht es jetzt wieder zurück nach Amerika? Ja, morgen geht es zurück. Um 7 Uhr noch 2 Teams besichtigen. Also der Plan ist, du besichtigst jetzt noch Teams und dann? Dann trainiere ich den Rest. Okay. Freust du dich wieder aufs Training? Ja, endlich wieder das, wofür ich eigentlich da bin. Eigentlich eine völlig verrückte Welt. Ich meine, wenn man das jetzt hier sieht, ne, diese Ruhe, die Stille. Und eigentlich kannte dich kein Mensch und auf einmal spricht die ganze NFL über dich. Wie geht man denn auch mit diesen Erwartungen um jetzt dann? Also jeder geht ja davon aus, dass du gedraftet wirst. Also ich gehe davon nicht aus. Ich hoffe es natürlich, aber ich gehe nicht davon aus. Also ich sehe das immer noch relativ locker. Ich habe nichts zu verlieren. Wenn es nicht klappt, kann ich im schlimmsten Fall immer noch hierher zurück und hier meine Sache weitermachen. Was wäre der ideale Draft-Tag für dich, wenn du es dir aussuchen dürftest? Irgendwann gedraftet zu werden. Und egal von welchem Team, ist mir völlig egal. Ja. Wir werden es auf jeden Fall sehen, Mo. Wir haben ja die große Ehre, auch wieder dabei zu sein an deinem Draft Day, wo auch immer das sein wird. Man weiß ja noch nicht genau. Genau, ihr seid dann auch dabei, logischerweise. Und wir dürfen gespannt sein, in welcher Runde dieser Mann hier gedraftet wird. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt.